تخليني الله سبحانه وتعالى جيد اسمال جبريل عليه السلام ضائما بي بي ان بي ان اوفسو فون هيمل اوف ذا ايرث جيد جيد اسمال زي او يور فريند اتش فورك او يور فريند كان ماجيا او يور فريند اس رسول الله او يور فريند حبيب الله جيد اسمال با رسول با جبريل عليه السلام بيج محمد وعلي عليه السلام هو قلت انت كيما انا قلت علي عليه السلام سترايت ذا فاينويت ان مكه تيري بي بيج علي ذا فاك هاف تو بي شات ويا سام دي بيلجا كي ترينك ودا ذا وي هام جيباوت في ذا كابا Sofort kommt ein Herde für Imam Ali a.s. Sofort, für Imam Ali a.s. Sagst du dem, Raja'atum siqayat al-Hajj wa imarat al-Masjid ika ibad, kaman amana billahi wa liyum al-Akhir. Das heißt, macht ihr eure Getränke und euren Bauten, so wie derjenige, der an Gott und den letzten Tag geglaubt hat und der sich für Gott eingesetzt hat, derjenige, der für Gott sich eingesetzt hat, und für Gott gekämpft hat und für Gott ausgewandert ist, die haben die beste Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala, unvergleichbar und eine Ewigkeit mit Friede und Wohlstand, wo ihr überhaupt nicht mitmessen könnt. Gar nicht. Extra kommt Jibril alaihi salam mit Ali alaihi salam in Schutz und gibt dir, lies mal diese in Surat al-Hajj. Lies mal, wie schön Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt die Stelle von Imam Ali alaihi salam im Paradies, فيه نعيم مقيم ذاك الله سبحانه وتعالى ذاك ein sehr schönes Wohlstand für Imam Ali extra Jibril kommt runter ذاك hört man eure Münder das was ihr gemacht habt ihr gemacht damit ihr die Leute zeigt aber was er geglaubt hat er hat geglaubt Allah Muhammad und der letzten Tag das heißt was er nicht sieht und heute glauben wir das was wir nicht sehen Das heißt, ich schwöre auf Koran, ihr seid viel besser als viele Freunde von Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Viele Freunde von Muhammad. Warum? Ihr seid hier in Europa, normalerweise soll was anderes glauben. Normalerweise Diskothek und Frauen und Autos und nichts mit Religion, das ist eine Zurückgebliebenheit. Religion. Aber trotzdem habt ihr alles gelassen und wisst ihr und hört ihr Gottes Worte. Vergleicht euch mal, mit diesem Freund, der vor Muhammad s.a.w. stand, in seine Krankheit, in seine Qual, und sagt, der ist verblüht. Und es reicht im Koran. Wer ist besser? Wallah, ich hoffe, dass er in Paradies geht. Dann weiß ich, wo ich hingehe. Verstehst du? Das heißt, bei diesen Menschen, wirklich so wie die Brüder das beschreiben, wenn sie dahin gehen, in diesem Paradies, wo gehen wir denn hin? Ohne Rasulullah, wir sagen Amanna, wir glauben, Amin. Ja, Rasulullah, würde jetzt jemand auf die Straße gegen Muhammad s.a.w. schimpfen, was würdest du machen? Du würdest ihn auffressen. Deswegen, Bruder Peter hat eben gesagt, ein Imam kommt im Fernsehen, sehr schön hat er geredet, hat er gesagt, Wallah, in Palästin werden sie nur gewinnen, wenn sie hinter Familie Muhammad s.a.w. sind. Und richtig. Ja. Mit diesem Glauben kommst du nicht ins Paradies. Du wirst nicht schaffen. Du bist gar nichts. Du bist wie ein Kakerlake gegen deinen Feind. Warum? Weil dein Prophet verhext ist, dein Prophet zieht Frauenkleidung, dein Prophet vergisst dein Gebet, dein Prophet verblödet, wie Allah das gesagt hat. Was ist das für ein Prophet? Mit diesem Prophet kannst du nicht kämpfen. Du brauchst Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Und im wahrsten Sinn des Wortes, sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.